Herzlich willkommen zu Schiffkos Music Talk, dem Podcast, in dem ich euch Musiker, Komponisten und Legenden vorstelle, die alle eines gemeinsam haben, nämlich die Verbundenheit zu einem Blasinstrument. Wir sprechen dabei nicht nur über Blasmusik, sondern über vieles mehr und ich freue mich, dass du dabei bist. Ein herzliches Grüß Gott und vielen Dank fürs erneute Dabeisein bei einer weiteren Episode von Schiffkos Music Talk. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich beim Sponsor der heutigen Sendung nochmals recht herzlich bedanken. Großes Dankeschön ans gesamte Team vom Musikhaus Wottruber in Wien. Mein heutiger Gast spielt Trompete. Sie ist wirklich eine Legende auf der Trompete. Sie war die erste Trompetensolistin überhaupt. Zusätzlich dazu hat sie an der MDW in Wien unterrichtet. Und was sie sonst noch alles gemacht hat, wie sie zur Trompete gekommen ist, wird sie uns in diesem Interview erzählen. Auf jeden Fall ist es eine große Ehre, dass ich heute bei ihr zu Hause sein darf, dass sie mich eingeladen hat. Herzlichen Dank fürs Mitmachen, liebe Frau Dr. Reinhardt. Ich freue mich, dabei zu sein. Sie sehen, ich habe einen riesigen Fragenkatalog mitgebracht. Da möchte ich mich an dieser Stelle auch ganz herzlich beim Thomas Gansch bedanken, weil der hat mich zu sehr vielen Fragen inspiriert. Ich hoffe, wir bringen das heute alles unter. Okay. Ich glaube, es ist am besten, wenn Sie anfangen. Erzählen Sie uns ein bisschen, wie Sie zur Trompete gekommen sind, wie sich das alles entwickelt hat. Ich weiß nur, Sie haben mit 2,5 Jahren schon den ersten Unterricht bekommen oder das erste Mal in eine Trompete reingeblasen überhaupt. Ja, da habe ich Unterricht bekommen von meiner Mutter. Meine Mutter hat Posaune gespielt, nicht als Profimusiker, aber war eigentlich sehr gut, Posaune und Klavier. Ihr zwei Brüder, meine zwei Onkel, waren Berufstrompeter. Einer hat Bunny Berrigan, in seine Stelle übernommen in Hal Kemp's Orchester. Das war ein sehr berühmtes Tanzorchester in dieser Zeit. So dort war schon waren Blechbläser schon in unserer Familie. Und mein Bruder war mein größter Einfluss, der 6 Jahre älter als ich. Und er war schon mit 10 Jahren in einer Radiosendung von New York, nationale Radiosendung, regelmäßig, und mit 10 auch eine Tournee nach Kalifornien gemacht. Und so es war ein großer Fußtritt, ja. Ich bin ein bisschen. Maybe. Große Fußstapfen. Fußstapfen, ja, hilf mir mal. ja, ich habe versucht, alles zu machen, was er irgendwann gemacht hat. Die waren die Maßstaben meine Mutter hat mit 3,5 Jahren hat er angefangen. Und wir haben angefangen, nicht mit einem Trompete, nicht mit einem Kornett, aber Slide Kornett. Und das Slide Kornett war leichter im Gewicht zu halten. Aber die Positionen, genau wie Posaune, habe ich alle gewusst. Meine Mutter hat auch, wir haben noch nicht das Alphabet gekannt. Und so habe ich gelernt mit Vögelnamen. Das ist ein Baum und dann G war Robin und C war Meadowlark, weil sein Nest auf dem Boden gebaut ist. Und so habe ich schon gleich Noten lesen gelernt. So, dann mit 5 bin ich in Kindergarten war ich schon dann in der ersten Klasse. Bin ich auf Kornett gegangen und dann vom Slide Kornett und war schon in der Volksschulkapelle. Ja, mit 4 habe ich mein erstes Konzert gespielt, das war in der Kirche für ein Weihnachtsprogramm.
Und das habe ich gespielt, White Christmas, und mit alle chromatischen Sachen. Die siebte Position am Posaune war ein bisschen schwierig für mich zu der Zeit, aber ich habe es geschafft für das Konzert. So das war der, wirklich der frühe Anfang mit 10. Dann habe ich eine Stipendium bekommen, an Juilliard zu studieren in the Preparatory Division. Und ja, das war natürlich wirklich eine große Sache, zu Edward Troidel zu kommen. Und ja, das war die Verbindung dann mit Lou Soloff und viele andere super Trompeter. Und dann in Allstate war ich erste Trompeter. Das war das erste Mal, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, zu wissen, ob ich gut bin. wenn man in New Jersey muss man ein Probespiel machen und dann wird man eingeteilt. Und natürlich, mein Bruder war immer Erster, und dass ich das auch geschafft habe, weil dann habe ich gedacht, okay, wenn ich in der Nähe von New York schon das erreiche und schöne Erlebnisse in Musik habe, dann möchte ich doch ein Profi. Trompeter. Und ich habe natürlich sehr oft gehört, schade, dass du ein Mädchen bist, und du wirst keine Chancen haben auf Trompeter. Aber gut, mein Vater war kein Musiker, aber gut, der ist überall mit uns gefahren, so dass wir Erfahrungen kriegen könnten in Spielen. Und einmal hat mein Vater irgendwie gefragt, ja, was möchte ich werden? Und zu der Zeit, mein Bruder war schon irgendwie prädestiniert für Medizin und so. Und dann habe ich gesagt, glaube ich, möchte Krankenschwester sein. Und mein Vater hat gesagt, Krankenschwester? Aber warum nicht Arzt? Du kannst auch Arzt sein. Und irgendwie das war... ist bei mir hängen geblieben, dass ich doch schaffen kann, was ich machen möchte. Mhm. Aber ja, da war so viel Arbeit dahinter, dass irgendwie habe ich nicht zu viel Zeit gehabt zu denken, werde ich das schaffen, werde ich es nicht schaffen. Ich mache, was ich machen kann und so gut, wie ich das machen kann. Ich habe nie erwartet, dass ich so ein Karriere haben würde. Ich wollte nur Geld verdienen mit Trompete und nicht Kellnerin werden müssen. So was nebenbei. So, das war wichtig. Aber ich habe eine sehr gute Lehrer in Edward Troidel. Und habe weiter mit ihm Unterricht gemacht, als ich in der Uni, ich war in der University of Miami, aber im Sommer bin ich immer wieder nach New Jersey gegangen und habe dort Unterricht bei ihm genommen über den Sommer. Darf ich da kurz einhaken, wenn Sie gesagt haben, mit 10 Jahren sind Sie auf die Juilliard School gekommen. Mhm. Wie hat da damals hat es da eine Aufnahmeprüfung gegeben oder sind Sie gehört worden und dann haben Sie dort angefangen? Ja. Wie hat das ausgeschaut dann? Ja, genau wie bei uns. Es ist eine Aufnahmeprüfung. Und damals habe ich Tramp, Tramp, Tramp beim Variationssolo mit hohem C gespielt und geschafft. Mhm. Und ja, gut. Ein Onkel hat bei Edward Troidel schon studiert. Mhm. An der GI Bill nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann, das war irgendwie die Erweiterung für uns, von New Jersey auf New York zu kommen. Mhm. Gut, wir waren nur 14 Meilen, was ist das, 20 ja. Kilo, Kilometer. Was ist Kilo? Ich bin so. Kilometer, ja. A kilogram is, it's having too few of them. Ja, ein Kilometer von 40 Minuten mit dem Bus von uns. Aber es ist eine ganz andere Welt, von wo ich aufgewachsen bin. Aber
So mein Onkel war dort und dann hat er vorgeschlagen, dass mein Bruder auch bei Edward Reutel Unterricht nimmt. Mhm. Und dann war logisch, dass ich bin als Nächste an der Reihe. Und ja, so ist das gekommen. Und die University of Miami war auch, mein Bruder war der Solist für die University of Miami Band of the Hour. Und das wollte ich auch schaffen. Aber in der Zwischenzeit, die Stipendien haben sie halbiert für die Kapelle. Aber ich habe die Möglichkeit, in der Symphony Orchestra, der University of Miami Symphony, unter der Leitung von Fabian Savitsky, der Neffe von Kusavitsky, zu spielen. Und dort habe ich Full Tuition und Housing bekommen. Und das war wichtig, weil mein Bruder war schon in der Medizinschule, war schon in der Arzt vorbereitend und das war sehr, sehr teuer in Amerika. Und so habe ich das gebraucht. Aber das hat auch bestimmt, geführt, dass ich mehr in die klassische Richtung gegangen bin, als vielleicht, wenn ich nur in der Kapelle gewesen wäre, wahrscheinlich eher Schulmusik oder eher gegangen. So, das war. Und dann habe ich ein Stipendium nach Wien zu kommen, so das Fulbright-Stipendium, und mit Professor Helmut Robisch zu studieren. Und hier habe ich Wiener Stoß und Wiener Stil gelernt. Und ich bin ihm sehr dankbar, weil ich finde, das ist irgendwas. Er hat ein Konzept. Okay, Blechbläser spielen ohne Vibrato. Vibrato ist weiblich und Trompete ist auf jeden Fall männlich. Und irgendwie stimmt das. Und man kann mehr mit Intensität machen als mit Vibrato sowieso. So die Sachen, die er mir beigebracht hat, haben genau gepasst zu, was ich später gebraucht habe und was mir persönlich, was ich schön empfunden habe. So das war wirklich ein wunderschönes Erlebnis, sehr interessant, aber er hat entschieden, circa einen Monat bevor der Prüfungenzeit, dass ich die Prüfung machen soll, als ich da war, die Reifeprüfung. Und dann habe ich Pilzkonzert gespielt, das dauert 25 Minuten, das ist auswendig und das. Es war ein Erlebnis damals in der Lothringer Straße. Wir waren ganz oben, der große Saal. Und die letzten zwei Reihen waren nur Wiener Trompeter. Oh. Aber direkt vor mir war Professor Wobisch zurückgelehnt mit seinem Bein über den Daten. Und einmal habe ich einen Fehler gemacht mit Dämpfer. Weil ich wirklich schnell auswendig lernen musste. Das ist ein wunderschönes Konzert. Und ich wollte die Dämpfer hineingeben. Und er hat und es war die gleiche Stelle, aber einmal mit Dämpfer und einmal nicht. Und so, er hat mich gerettet dort. Aber es war ein wunderschönes Erlebnis. Und wir haben eine große Feier in der Klasse. Dann nachher mit meinen Kollegen, mein Ehemann Manfred Stoppacher und Walter Singer, ehemaliger Philharmoniker, Wiener Philharmoniker. Und ja, es war eine sehr schöne Zeit. Aber dann bin ich zurück nach New York gegangen, mein Magister zu machen, Masters. Und dann bin ich ja wieder zu Treutel gekommen. Ich war ihm treu, weil er hat mir alles beigebracht, auch Vibrato, als ich die Al Hirt Show gemacht habe, dass ich lerne, wie ich Vibrato machen kann. Und so, er war bereit und hat immer Tipps gehabt. Und das versuche ich meinen Schülern auch so zu machen. Wie alt waren Sie da ungefähr? Weil ich habe das so rausgehört, das ist alles Schlag auf Schlag gegangen. Nur ein Monat Vorbereitung für das Konzert in Wien und dann wieder zurück nach New York. Das ist sehr viel passiert in kurzer Zeit.
Also, dass ich hierher gekommen bin oder ja, wie das zum Beispiel mit Wobisch war in Wien. Wie alt waren Sie da ungefähr? Gut, ich war 21, als ich nach Wien und 22, als ich in der Tonight Show gespielt habe. Ja, das war, als ich zurückgefallen bin. Gut, glücklicherweise mit der Tonight Show hang ein bisschen mehr mit meiner Schönheitskönigin-Titel. Ich war die National College Queen in 1960. Oh, okay. Und der Manager ich habe immer Kontakt von diesem Wettbewerb, habe ich Kontakt gehabt mit dem gehabt und er hat mich angeboten, weil ich habe gesagt, ja, ich lande mit den United States, SS United States in New York und bleibe eine Woche dort und er hat das arrangiert, dass ich das mache und die waren interessiert an eine Schönheitskönigin, die Trompete spielt, ja, und dort habe ich natürlich Doug Severinsen kennengelernt und er hat mir meine erste Gerzentrompete geschenkt. Genau, das habe ich gelesen. Ja. Und wie war das dort bei der Tonight Show zu spielen? Das ganz Amerika sieht das. Ja, genau. Wie kann man da so cool bleiben und wie lange hat man da Vorbereitungszeit? Gut, man nur den Nachmittag spielt man durch. Wahrscheinlich einen Tag oder zwei Tage vorher habe ich Skit Henderson war damals der Bandleader. Doc war Lead Trumpeter. Ich habe mich mit Skit Henderson getroffen und die Tempi und sowas. Ich habe La Virgen de la Macarena Ray Fernandez. Gut, das ist das war eine meiner Signale, ein Stück, das ich sehr oft gespielt habe mit Schulkapellen, Universitätenkapellen oder sowas. Aber es ist tricky, weil das Zusammenspielen mit der Begleitung. Aber es war wunderschön und Clark Terry und Snooki Young und diese Jimmy Maxwell kennenzulernen. Und dann habe ich sie immer wieder getroffen, weil nach Juilliard, wenn ich mein Magister gemacht habe, dann war ich in Radio City Music Hall gegenüber der Straße vom NBC, wo die Tonight Show war. Und haben wir uns öfters in Restaurants dort oder sowas getroffen, in den Pausen von unseren Shows und ihre Proben und Arbeit. So das, und habe ich längere Zeit Kontakt mit Doc gehabt. Durch die Arbeit auch mit den Getzen. Dann war ich ein Clinician für Getzen. Okay. Und bin viel herum gereist und so. Und das war super schön in Radio City. Wir haben 4 Shows pro Tag gespielt. Zu Weihnachten und Ostern waren 5 Shows. Und mit so 7 Tagen der Woche. Und es war so so viel Musiker gebraucht. Und dann, wenn ich eine Solo-Gelegenheit gehabt habe, ein Klinik oder Konzert, konnte ich gehen, das habe ich nur rechtzeitig gesagt und ich wusste, dass ich Arbeit kriege, wenn ich wieder zurückkomme, weil es war dauernd die Musiker, manche haben nur 2 Shows pro Tag gespielt und dann haben freigenommen für woanders abends gespielt. Ich war nur Substitut dort, aber ich habe nicht weit von dort gewohnt und könnte innerhalb einer halben Stunde unten sein, wenn jemand krank geworden ist. Und mein Chef hat das geschätzt. Und so. Und dort habe ich wieder mit Louis solo aufgearbeitet. Ja. Lou kenne ich eigentlich seit High School oder so. Wir waren beide bei Troidl. Seine Unterrichtsstunde war nach meinem. Weil wir beide mussten Samstag vormittags Unterricht haben und wieder nach New Jersey zu kommen für die Football Games nachmittags. Und gut, ich bin Twirler geworden, so dass mein Ansatz ein bisschen geschont war von Marching Bands. But,
Das war dann ein bisschen leichter für den Ansatz. Am Anfang Unterricht in der Früh und dann nachmittags mit Marching war der Amis schon weg, musste man wieder eine Woche arbeiten. Aber ja, und dann in Allstate haben wir zusammen gespielt. Ich war älter auch, ich habe ein oder zwei Jahre älter als Lupe, aber ich war besser. Aber wir sind beide gute Trompeter geworden und jeder hat sein Nische gefunden und Platz gefunden und Spezialität und sowas. Und in Radio City habe ich oft mit Lou gespielt und er war natürlich sehr oft auf der dritte Trompete, das war der Jazz. Things. Und das war ein Stuhl, das er dürfte haben. Ich wollte das nicht haben. Gut, als Mädchen, das war vielleicht, wo ich benachteiligt war, als junges Mädchen, dass ich nicht in Nachtlokalen oder zu diesen Plätzen, wo Jazz gemacht war, dürfte ich nicht oder sowas. Weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Haben Sie jemals in Jazzformationen gespielt? Oh ja, doch. Sogar auch in High School, aber erst im letzten Jahr. Ich habe in The Continentals, ein Big Band. Mhm. Aber ich weiß nicht, welche Stimme. Auf jeden Fall habe ich nie die Solo-Sachen gespielt. Mhm. Aber auch in Combos, aber immer mit Noten. Mhm. Aber stilistisch, natürlich, was ich damals gelernt habe, in Radio City, dann musste ich diese Stilrichtung dann wirklich Profi lernen. Also, wir haben ein Jazz-Ballett gehabt, ein wilder, wunderschöner, wo wir alle auf hohen Gs waren. Mhm. Und in Unisono, ich glaube, es war in der Schlagzeuger, wie heißt der wilde Schlagzeuger? Fällt mir nicht ein. Gut, ich habe mit Gene Krupa gespielt an the Al Hurt Show, but Buddy Rich. Buddy Rich, ja. Und es war eine Sache, das er verwendet hat in Las Vegas, eine große Sache. Und das haben wir in Radio City viermal pro Tag gespielt als Jazz Ballett. Und aber ja, so musste man mitmachen oder. Wie haben die Aufzeichnungen ausgeschaut, diese Aufnahmen, wenn das bis zu viermal am Tag war, Jazz in Radio City? Was heißt Aufnahmen? Das waren alle Live-Konzerte? Live-Shows. Aber nicht fürs Fernsehen? Nein, nicht fürs Fernsehen. Nein, die waren Live-Shows im Theater. Dort passen 6.000 Zuschauer. Und zu Weihnachten und Ostern war es immer voll. Alle Shows. Wir haben gestartet um 8 Uhr früh, 8, 12, 3 und 6. Der letzte war ein bisschen später. Ich weiß nicht, ich bin immer. Ja, 9 circa war es, waren wir fertig. 4 Shows am Tag, war es? Damals 5 zu Weihnachten. Aber ja. Es war eine wunderschöne Zeit und ich habe dort 5 Jahre gearbeitet. Und dann irgendwann bin ich ich wollte eigentlich überlegen, ich war fast 30 und dachte, bleibe ich hier, ich liebe meine Kollegen, das ist eine wunderschöne Arbeit und ich liebe New York. Aber gibt es irgendwas anderes, wo ich weiterkommen kann? Oder bin ich bereit, da zu bleiben mein ganzes Leben? Es war eine sehr schwere Entscheidung. Und ich bin nach Wien, nach Europa gekommen für eigentlich mein letztes Konzert. Ich habe in Trier gespielt. Dort, ich habe immer wieder Sachen in Wien gemacht, Fernsehen mit Heinz Konrad oder und Freude an Musik mit Eric Werber. Und mit der
der Werbe, durch diese Freude an Musik, habe ich dieses erste Sinfoniekonzert in Trier bekommen mit Rudy Biebel als Dirigent von der Volksoper hier in Wien. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, das ist auch eine schöne Welt. Aber ich glaube, wenn man in Amerika denkt, wie viele Orchestern gibt es, oder dass eigentlich in Europa gibt es mehr Möglichkeiten, solistisch irgendwas zu machen. Aber ich denke mir, wenn man dann mit 30 Jahren als Frau nach Wien kommt, damals, das war, wie man sich da behaupten kann. Also da muss man schon auch ein gewisses Durchsetzungsvermögen haben. Ja, gut, ich bin eigentlich damals nicht wirklich nach Wien gekommen. Ich bin ein bisschen wie Berlin. Okay. Aber trotzdem in Deutschland, ja, das war, habe ich zu der Zeit dann eine große Sendung in Berlin gemacht, 3x9 mit Wim Türke. Und das... Irgendwie, das war ein deutschsprachiger Raum und wirklich eine sehr populäre Sendung. Alle haben das gesehen. Und ich habe Carnival Venedig gespielt mit hohem F zum Schluss. Und weil ich so mühelos scheinbar gespielt habe, musste ich irgendwas live spielen. Gut, ich habe live gespielt, damals waren noch Live-Aufnahmen, aber die haben gesagt, das werden sie nicht glauben, das war mit Max Quaggers Orchester. Und Manfred hat dieses Angebot bekommen habe für die Sendung, dachte, was soll ich spielen? Ich habe nichts für Big Band Begleitung. Das war schon Voraussetzung. Und ich dachte, ich komme am nächsten mit Carnival of Venice. Kommt immer gut an mit Variationen. Und habe ich Manfred dann, er war schon in Rias Berlin, Lead Trumpet Player, mein Kumpel und Kollege von der Wobisch Klasse. Und irgendwie hat er gesagt, ja, so geht's nicht mit dieser alten Suse-Begleitung, das wird nicht erwünscht. Und hat er das umgeschrieben für Big Band und mit einem wilden Interlude und wirklich. Und ich war so verliebt in das Arrangement, dass ich mich auch in den Arrangeur verliebt habe. Aber ja, das Berlin war perfekt, weil es gab so viel los. Zuerst habe ich im Studios dort angefangen, Sachen für Vicky Leandros und diese. Eigentlich war ich habe ich gespielt für den National damals mit Beckenbauer. Als die gewonnen haben, die World Championships, haben die eine Schallplatte gemacht und ich bin drauf. Und alle verschiedene, war so viel los, Sachen zu spielen oder im Radio dort, die haben ein extra Unterhaltungsorchester. Es war nicht ein Teil vom Radio, aber die haben immer jede Woche Aufnahmen gemacht und war ich immer dabei. Und es war nicht so einfach am Anfang. Manfred hat Briefe geschrieben an verschiedene Veranstalter. Und die haben mich alle gesehen. Also, ja, wir wissen nicht, was Carnival of Venice brauchen wir nicht. Was. Und wir haben einen Solo-Trompeter im Orchester. Mhm. Jedes Orchester hat eins. Aber irgendwann ist es ein bisschen peu à peu. Und circa, ja, ich bin hier in 71 bin ich nach Berlin gezogen. Und bis 76 dann habe ich schon Full Schedule mit Solo-Konzerte habe ich aufgebaut. Aber es wäre leichter, wenn ich vielleicht einen Wettbewerb gewonnen hätte. Aber es gab keine zu der Zeit, dass mir geholfen hätte. Aber ich habe es immer aufgebaut von einem Konzert zum nächsten. Und was war, ich habe sehr viel mit der Polizeikapelle in Berlin gemacht. Und die haben auch sehr viel Fernsehen gemacht. Und gut, im Großen und Ganzen nervlich
war es stressvoll, aber ich war gut vorbereitet, dass ich so viel als Kind schon, ein bisschen wie Katharina Valente, schon als Kind auf der Bühne war und wirklich Kontakt mit Publikum gesucht habe. Und jedes Mal, bevor ich direkt hinausgegangen bin, habe ich gedacht, oi, was mache ich hier? Mhm. Aber dann der Applaus und irgendwie die Musik startet und dann konzentriert man sich in dieser Musikwelt und was die Aufgabe, was es ist. Wie hat die Vorbereitung für diese ganzen Solokonzerte ausgeschaut? Sie haben eine Auswahl an Solostücken gehabt. Ja. Wie hält man sich da auch immer fit zwischendurch? Üben. Ja, gut, mein ganzes Leben, auch in Radio City Zeit, habe ich immer meine Stunde Übungszeit gehabt. Es war nur eine Stunde, aber ich habe so viel woanders gespielt, das hat ausgereicht. Und natürlich, als ich dann solistisch war, war das nicht mehr genug. So, ich habe eine Routine irgendwie, dass ich vormittags 2 Stunden geübt habe und nachmittags dann nochmals 1 Stunde. Und wenn ich wirklich gut darauf war, dann abends habe ich noch 1 Stunde Duetten mit Manfred gemacht. Der war lustig zu spielen, in der Konkurrenz. Und es ist lustiger, mit jemandem zu spielen, als allein zu machen. So, natürlich, auf Tournee war es wirklich schwierig. In Form, ich habe immer geübt in der Früh, bevor der Bus weggefahren ist. Aber manchmal war es 8 Uhr früh. Und dann, meistens war ich fertig in den ersten Teil. Und dann, wenn es soundproof war, mit der Garderobe, dann dort konnte ich wirklich spielen und dann üben, bis das Konzert aus war. Oh, okay. Aber das war wichtig, aber ja, es war nicht so leicht, in Hotels zu spielen. Und damals gab es nicht so gute Übungsdämpfer wie heutzutage. Und das hätte ich mir gewünscht. Mhm. Aber irgendwie habe ich immer was gemacht, gewartet, bis der Staubsauger losgeht im Hotel. Ja. Gibt es eigentlich für Sie eigens komponierte Literatur? Ja. Okay. Eigentlich waren circa 30 oder sowas für mich komponiert. Ob meine Namen auf alle sind, glaube ich nicht. Aber gut, waren welche, die ich nicht gespielt habe. Wir waren ein paar Kürtier und Peter Jonakorn, habe ich ein wunderschönes Konzert. Einer meiner Lieblingskonzerte ist Fried Walters Konzert, das war aufgenommen in Kaiserslautern und Südwestfunk. Von einem habe ich die World Premiere gemacht für Einsatz war für Wobisch komponiert und dann hat er das zur Sonate gemacht für mich dann für Quintessential Summer oder für uns. ein paar Werke, aber ich. Leider könnte ich nicht alle spielen, irgendwie, weil wenn sie mir nicht gefallen haben. Ich habe nur Musik gespielt, wo ich irgendwie einen Sinn gefunden habe. Irgendwas Schönes wollte ich immer haben. Gut, es war. Gut, Jolivet hat sein Wert, Jolivet Concertino. War gefragt und nicht oft, aber am Ende habe ich immer behütig Gott als Zugabe gemacht. Und das Publikum hat immer getobt. Totale technische Schwierigkeiten und alles. Aber ich habe immer versucht, ich muss eine Verbindung haben mit der Musik.
Oder zum Beispiel, als ich Honegger aufgenommen habe, die Entrada. Ich habe es nie gelernt in der Schule, weil sehr viele Sachen, Piccolo habe ich auch nicht gelernt in der Schule, gab es damals nicht. Ich habe Hammermesse mit Day-Trompete gespielt. war froh, ein Day-Trompete zu haben, aber der Piccolo hat alles viel erleichtert. Aber mit Honecker, diese Einleitung, da, 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 piep, ich habe mindestens 4 Wochen geübt, eine Linie zu finden, dass ich irgendwie vom Dynamik, vom Durchspielen, vom Atmen, wo ich Luft hole oder sowas, bis es alles gepasst hat, dass dann technisch funktioniert hat und musikalisch. Und das habe ich immer in meinen Spielen gesucht, die Musik irgendwie lebendig zu machen oder so. Oder zum Beispiel in Haydn, auch zweiten Satz, das habe ich vom Wobisch, aber ich finde es so logisch, dass er da 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 und es ist anders geschrieben, es wird da 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 irgendwie. Ich bin Wobisch dankbar, dass er mir irgendwie ein bisschen beigebracht hat, diese Sachen auszusuchen. Was ist die Figur? Es sind nicht nur die Töne, die man spielt, aber die Seele von der Musik und wie natürlich kann man das weitergeben irgendwie die Herzen und Seelen von Leute im Publikum zu erreichen. Mm-hmm. Und scheinbar habe ich das geschafft, weil ich bin in den besten Zeiten auf 125 Konzerte im Jahr gekommen, mit Reisen. Deshalb haben wir keine Kinder und wir sind 50 Jahre verheiratet, aber wahrscheinlich 25 Jahre davon waren wir nicht zusammen. Aber. Das ist immer so eine Frage, die taucht sehr oft auch auf bei den Podcasts. Damals diese ganze Organisation, wenn Sie sagen 125 Konzerte im Jahr, das ist ein Drittel vom Jahr, ohne Handy. Nur mit, ja, genau. Das alles organisieren, Flüge, Züge, Konzerte, unfassbar. Ja, gut, das hat Manfred übernommen. Okay. Ich habe auch Agenturen, die haben die Konzerte weiter. Und es war schön insofern, dass, okay, man war schon 2, manchmal 3 Jahre vorausgebucht. Aber meistens sobald, wie ich ein Konzert gemacht habe und die waren zufrieden und dann war gleich ein Termin für den 2 Jahre später. Aber ich wusste nicht, ob ich noch lebe in 2 Jahren. Aber oder dann war Repertoire ausgearbeitet oder sowas. Aber Manfred hat die ganze Buchhaltung und diese Pläne und ich war wie ein Kind mit einem Schild um mein Hals. Okay, welcher Flug, muss ich mit dem Bahn fahren, dann von Frankfurt oder von so. Aber es war herrlich von Berlin. Ich könnte alle Großstädte in Deutschland anfliegen und dann mit der Bahn leicht kommen, oder Taxi oder wo sein müsste. Und gut, einmal mussten wir ein Flugzeug mieten. Ich habe ein Konzert in Mainz gehabt und am nächsten Tag in Enschede in Holland. Und wir dachten, wir nehmen den Nachtzug, aber es gab keinen Nachtzug. Und so, wir mussten Flugzeug mieten. Dann haben wir irgendwie von Reinhard Fendrick hat ein eigenes Flugzeug und er hat das von Zeit zu Zeit vermietet. Okay. Und dort saßen wir am Rollbahn in Frankfurt zwischen den 747s.
und wir mit den Kleinen. Und das war so eine Sensation, als ich angekommen bin in Enschede, da haben die ganze Zeitungen haben Leute dort gehabt, zu begrüßen. Und ja, aber normalerweise war es nicht so knapp mit der und in Herbst wusste ich, dass ich immer einen Tag früher fliegen muss wegen Nebel. Das sonst höchstwahrscheinlich schaffe ich nicht zum Generalprobe oder zu Konzert. Gut, einmal in Budapest war ein Problem. Das war, ich bin um 6 Uhr früh von West-Berlin nach Ost-Berlin, das war auch mit der Grenze damals. Und dann sollten wir nach Budapest fliegen, aber es war so viel Nebel in Budapest, wir konnten nicht starten. Endlich 3 Uhr nachmittags oder sowas. Dann ich wusste, ich habe schon die Probe für so ein, weil ich sollte schon in Budapest sein, und das war ein Tag vor dem Konzert. Ausnahmsweise hätte ich damals 2 Proben, aber meistens hat man nur eine Probe mit dem Orchester gehabt, Generalprobe. Und wir sind dann endlich nach Budapest. Wir haben versucht zu landen. Ich konnte nicht sehen, die Rollbahn, aber man hat gefühlt, aber es ist wieder durchgestaltet. Das ist nicht. Und wir sind dann in Bratislava gelandet. Und dort ein paar Stunden und alle Maschinen waren nach Budapest, sind alle in Bratislava runtergekommen. Und dann circa um 9 Uhr abends sind wir losgefahren mit einem Zug. Aber ich habe kein Visum gehabt, weil ich das am Flughafen bekommen hätte, weil ich die Papiere vom Orchester nicht rechtzeitig bekommen hätte, dass ich in Berlin das erledigen konnte. War sehr kompliziert. Und dann bin ich mit Zug und an der Grenze musste ich aussteigen vom Zug. Um 2 Uhr früh, dann sind wir an der Grenze zu Ungarn. Wir waren, ich glaube, 3 oder 5 Leute von der ganzen Zug voll, die aussteigen mussten. Und wir haben dann ein Taxi genommen zu der Grenze, unser Visum bekommen. Und dann um 2 Uhr früh bin ich über die Donau marschiert. Und das war im Dezember, eiskalt und unterwegs. Und bin um 6 Uhr angekommen in Budapest. Um 9 Uhr war Generalprobe. Ich dachte, aber das war auch ein wunderschönes Konzert, weil ich so entspannt und müde war, dass ich einfach gespielt habe. Und das natürlich nachmittags habe ich versucht zu schlafen, aber ja, war ein Abenteuer, aber Gott sei Dank nicht zu viel Abenteuer, und wenn man so viel reist. Aber es ist ein bisschen added Stress, Zusatz, die man wirklich nicht braucht, aber, aber ich habe so viel Erfahrung gehabt, das ist komisch. Gut, ich habe es vorher gesagt, mein Ziel war, Geld zu verdienen mit Musik, weil ich fand das so schön, mitzuspielen in einer Gruppe, das war das Beste. Ich wollte nicht wirklich solistisch, weil da war ich ganz allein und mit der Gruppe hat es mir Spaß gemacht. Aber als ich geübt habe, ich kann mich noch erinnern, wie alt war ich? Vielleicht war ich schon in Juilliard mit 10, 11, 12. Bin ich gesessen auf mein Elterns Bett im Schlafzimmer. Und gegenüber von mir war ein Spiegel von Dings. Und irgendwie habe ich in diesen Spiegel geschaut und ich sitze in einem Hotelzimmer in London. und ich übe jetzt für mein Konzert. Es ist eigenartig, dass ich so. Oder wenn ich eingestiegen bin in den Bus nach New York. Es war jedes Mal, als wir dann beim Newark Airport vorbeigefahren sind, habe ich gedacht, das Bus muss ein bisschen weiter fahren. Ich möchte auf Tournee sein. So irgendwie war das Schicksal wahrscheinlich. Oh Gott, hat mein Leben gesteuert. Super.
Können wir kurz nochmal auch zurückgehen zu dieser ganzen Tonight Show-Sache? Da sind vorher zwei sehr bekannte Namen aufgetaucht. Doc Severinsen und Al Hurt. Ja. Wie war es, mit Al Hurt aufzutreten? Fabulous. Das ist wonderful. Ein Genie. Ja, ja. Ich habe ihn immer geliebt als Trompeter. Das erste Mal, dass ich ihn gehört habe, war ich in Michigan, in Port Huron, Kleinstadt. Und bei einer Party nach meinem Konzert, es war zu Hause bei jemand, und er hat gesagt, ja, das ist auch ein guter Trompeter. Und es war eine Sensation, wie Al Hurt, die Flexibilität, der Humor, die Einfälle, gut, ist Routine, aber es ist nicht nur Routine, es ist Geschmack und wie man zusammenstellt. Und er war sehr nervös, mit mir zu spielen, weil er nicht klassisch. Mhm. Er wusste, wir Musiker genug zu wissen, dass mein Stil ganz anders war als seins, und hatte mitgemacht in Bugler's Holiday mit. Aber seine Zunge war schnell genug. Und absolut. Aber es war so lieb, dass er das respektiert hat und geschätzt hat, was ich gemacht habe und mir diese Möglichkeiten gegeben hat. Der muss ja ein ganz lieber Kerl gewesen sein. Ja. Ja, ich dürfte in seinem Garderobe, wenn in der Freizeit, natürlich meine Garderobe war zu klein, und dann dürfte ich in seinem ein bisschen üben. Eigentlich haben wir fast eine ganze Woche vorbereitet für diese Sendung, und ich habe jetzt die Eröffnungsshow gespielt und die letzte Show in dieser Saison auch gespielt. Und war so ein Publikumsfreude war oder Erfolg war. Und ich habe ihn ein paar Mal später dann irgendwann getroffen. Er war immer sehr lieb. Ist einmal in Florida, gut 30 Jahre später, habe ich ihn nach einem Konzert bin ich gegangen und habe gesagt, ja, das Einzige, es war wunderschön, aber das Einzige, was gefehlt hat, war Bugler's Holiday. Ich sag, Bugler's Holiday? That's for three trumpets. I said, yeah, and two of us are here. and Carol! Al war wirklich sehr lieb, gut, Vater von 7 Kindern oder so. War wirklich sehr lieb und sehr nett und super. Ich höre ihn noch immer gern. Mhm. Wenn wir im Auto sind, kommt immer Al Hurt, verschiedene Sachen von ihm. So unglaubliche Bindungen, die der gespielt hat. Ja, genau. Ja. Das ist so flexibel. Mhm. Und gut, Thomas ist auch so. Ja. Das ist, ist unglaublich. Ich bin so glücklich, Thomas zu kennen. Irgendwie, ich finde, er ist wirklich ein super, super Spieler. Ich wünsche mir, dass ich hätte so spielen könnte. Ich habe relativ leicht gespielt, aber. Aber die Einfälle, gut, es ist immer lieb von Thomas, wenn ich im Konzert bin oder im Jazzland oder wo was ist, das meistens kommt ein Tomasi-Phrase oder ein Heiden-Phrase oder irgendwas rein, das er für mich spielt. Aber einmal hat Thomas auch Tenderly für mich gespielt. Oh. Und das hat eine Geschichte, der letzte Trompeter, der das sonst für mich gespielt hat, war Maynard Ferguson. Oh, wow. Und das war auch nach diesem Konzert, wo ich auch gehört habe. Dann, ich glaube, am gleichen Abend bin ich noch nach Detroit gefahren, zurückzufliegen nach Miami, so ein Nachtflug. Und bis Mitternacht haben wir Zeit gehabt oder sowas. Und dann sind wir in den Club gegangen, Maynard Ferguson zu hören. Und habe ich ihn dann kennengelernt in der Pause und gesagt, ja, ich bin auch Trompeterin und
bin ein Fan von ihm. Und mein Lieblingslied ist Tenderly. Und dann hat er das für mich gespielt. Und Thomas hat das auch, als ich ihn gebeten habe. Sehr cool. Aber es ist wunderschön, den Kontakt mit diesen Supermusiker zu haben. Das ist, es gibt keine Konkurrenz, es gibt keine Eifersucht oder so, was man respektiert und schätzt. Und das ist gut. Jetzt in Juni war ich geehrt bei International Trumpet Guild. Dann habe ich den Honorary Award, den höchsten. bekommen und irgendwie geschätzt von den Kollegen zu sein, das ist ein wunderschönes Gefühl. Ja, ich habe verdienterweise. Ja, ich habe mein Bestes gegeben, aber eigentlich, wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich manchmal auch, wie habe ich es geschafft, alles. Aber ja, one step at a time. Schritt für Schritt. Schritt für, genau. Schritt. Und eigentlich im Career finde ich, es war wichtig so. Alles ist zur richtigen Zeit gekommen und war ich vorbereitet dann. Mhm. Es ist schwer, wenn man vielleicht einen kurzen Erfolg hat und dann das nicht weiter. Entweder das Repertoire nicht hat oder die Erfahrung nicht hat. Und es war auch wichtig für mich, immer meine Solo-Sachen auswendig zu spielen, was bei Black Blazer nicht so der Fall ist. Und, aber mein Vater, das war mein Vater wieder. Er war nicht Musiker, aber er war Zuhörer. Und er hat gesagt, ja, es sieht besser aus ohne Noten, sieht man viel besser aus. Und hohe Endungen müssen auch sein. Er hat seine Meinung und das ein bisschen hineingeprägt, dass ich, und dann haben die Veranstalter irgendwie bemerkt, es ist doch anders, eine Solistin zu haben, als nur jemand vom Orchester. Mhm. Dass er die Noten spielen kann oder sowas, aber es ist ein anderes Erlebnis. Mhm. So, ich war das Ihnen wert, Gott sei Dank. Sie haben vorher auch kurz angesprochen, Sie waren ja Gätzen-Klinikerin. Ja. Und da gibt es ja diese Geschichte auch, wo Doc Severinsen Ihnen diese 1964 diese Trompete geschenkt hat. Wie ist das passiert? Gut. Es war bei einer Tonight Show aufgezeichnet. Bei der Tonight Show, ja. Eigentlich, wir haben nur eine Trompete in der Familie gehabt, mein Bruders Trompete. Und das habe ich übernommen, dann, als er dann mehr auf Kornett konzentriert hat. Dann habe ich das bekommen für Juilliard. Und diese alte Rudy Muck Trompete war relativ unbekannte Firma und sowas. Und meine Eltern haben nicht so viel Geld gehabt, neue Bach-Trompeten zu kaufen oder sowas. Und ja, dann mit auch der Uni, mit meinem Bruder, mit Medizinstudium und alles, war noch immer ein bisschen Geld, war Geld gebraucht oder sowas, war nichts übrig für neue Trompeten oder sowas. Und ich muss sagen, diese Rudy Muck hat mich wirklich gut gedient. Mhm. Und so habe ich diese schöne antike Trompete auf der Tonight Show verwendet für meinen Bullfighter. Und dann ist sie gekommen und hat was für Trompete. Und ja, ich hätte gerne ein neues natürlich, in Juilliard zu starten und ich weiß, aber ich kann das nicht leisten. Und dann plötzlich ein Gätzen würde ich gerne haben und ausprobiert. Und es ist lustig, ich spiele noch immer mein Gätzen, liegt dort drüben, das ist der Goldie. Und einmal habe ich eine Uraufführung gehabt in Deutschland
es war das Einzige, was ich auf C-Trompete gespielt habe, weil ich auswendig gespielt habe. Ich habe alles, Jolivet, Tomasi oder so, auf B-Trompete transponiert und gespielt. Und Haydn natürlich auch und so. Aber ich habe gesagt, okay, dieses Konzert ist so schwer und ich werde sehr gut bezahlt dafür. Ich werde C-Trompete kaufen. Und ich bin zu Giardinelli damals in New York gegangen, eine riesen Auswahl von Trompeten. Ich habe alles, Yamaha, Schurke, alles durchgespielt und am Ende ein Getzen gekauft. es bläst gut für mich, es hat einen wunderschönen, geoffenen Sound und bin ich geblieben bei Getzen. Ich liebe die Getzen-Instrumenten und alles funktioniert. Gut, ich brauche Thomas' Trompete nicht, aber ich schätze, dass er das so gut spielt. Ist egal, wie es ausschaut. Das heißt, Sie sind nach wie vor aktive Trompeterin. Die Trompete liegt hier am Tisch. Für Üben und für Vorspielen bei meinen Studentinnen. Jetzt habe ich 4 Studentinnen. Noch 4, der 5. hat gerade Auszeichnung, Prüfung gemacht, den Magister in Graz. Okay. Und aber habe ich in Sydney, Australien, Bangkok, Thailand, Los Angeles und Chicago. Unglaublich. So. Heute Abend ist wieder eine Unterrichtsstunde. Ja, genau, so. In Los Angeles heute Abend, ja. Und sie bereitet sich für die President's Own Marine Band in Washington. Sie spielt schon in Disneyland und jetzt spielt sie auch in SeaWorld als Lead-Trompeterin. Und sie ist heute Abend wird Weihnachtsoratorium da reinkommen, weil wird geholt für ein Konzert oder Vorstellung in Juneau, Alaska. So, sie kann solistisch auch eine Karriere schaffen. So, Ellen Schinogel, und ich hoffe, dass sie ist schon gut unterwegs in Spielen und Musikalität und alles ist. So, das macht mir Spaß. Aber dass ich nicht ganz auskomme und natürlich, man braucht nicht so viel spielen, aber ich finde es wichtig, zu zeigen können, nicht nur wie man das spielt, aber wie der Schüler das spielt und was der Unterschied ist. Und je älter, dass ich werde, das falsche Spielen ist immer schwierig. Obwohl der gut Spielen kommt näher, das manchmal. Aber jetzt bin ich relativ gut in Form und kann ich immer zeigen. Meistens hängt es zusammen mit der Intensität, die man verwendet, oder der natürliche Atmenweg zu verwenden und mehr auf den Hals, den offenen Hals zu konzentrieren als wirklich andere technische Sachen. Es ist so viel liegt, oder gut. Als 15-Jähriger ich habe die Zahnregelung gehabt. Und 6 Monate haben die gebraucht, die vorderen Zähne oben zurückzudrücken. Und in dieser Zeit habe ich durchgespielt, aber mit Wachs und irgendwie ist es wehgetan. Natürlich war ich begrenzt, auch mit der Höhe. Und dann nachher habe ich gedacht, das ist, jetzt wird es losgehen. Aber es ist nicht, die psychologischen Sachen sind drinnen geblieben. Und ich habe es sogar retour gebaut irgendwie durch die Angst. Und das Wunderschöne, was mir gerettet hat, war eine Ohrinfektion. Und ich durfte überhaupt nicht spielen, 2 Wochen oder so. Und dann bin ich zu Bandcamp gegangen und am ersten Tag, alles war super, bei dem Probespiel habe ich wirklich gut geklungen und der Ansage, alles war dort für 5 Minuten.
Aber das war nur für das Probespiel. Aber dann habe ich die erste, wie sagt man, erste Chair oder First Chair in der Band bekommen. Und ich wollte dann die Leute nicht enttäuschen, und besonders der Dirigent Eric Leitzen war Mentor und Freund und Lehrer. Und ich wollte ihn nicht enttäuschen. Und so, dann habe ich mir wirklich Mühe gemacht. Und das hat mich gerettet. Und es war auch in dem Jahr, war ein All-State-Probespiel. Und vormittags war ich in, es war ein Samstag, und vormittags war ich in Juilliard. Und dann haben wir den Zug nach New Jersey nehmen sollen, nach Süden, Trenton oder irgendwo. Aus irgendeinem Grund, der Zug ist 2 Stunden verspätet gewesen. Und ich dachte, ich habe keine Chance dann, aber ein Juror ist da geblieben. Und was sie dann getan haben, sie haben mich im Orchester gegeben, gesagt, wir machen ein Probespiel im Herbst. So, dann im Herbst, nach dem Bandcamp, war ich wirklich in Form und diese Impetus dann, das über diese darüber zu kommen, der Angst und Unsicherheit irgendwie, dass die so nahe aneinander gelegen sind, Bandcamp, ja, und Super Days und so musste ich spielen, habe ich alles irgendwie so eingesetzt, was ich mein ganzes Leben, und das hat mich gerettet, weil ich glaube, sonst hätte ich bald aufgeben müssen. Aber es ist eine Kombination, Schicksal wieder, man weiß nie, woher diese Sachen kommen, aber das hatte ich dann nicht nur gut überstanden, dann war es wirklich souverän, weil dann bin ich mehr auf den Körper gegangen und dann vergisst man den Ansatz. Und wenn man mehr auf der Luft und offen heiß und mehr auf Singen und diese offene, gut für Posaune ist das sowieso noch wichtiger als bei Trompete, aber es ist wichtig bei Trompete für die hohe Lage und dass man nicht quetscht und so. Und das arbeite ich mit meinen Girls und die alle haben stabile, schöne, gute, starke Höhe und wunderschöne Sounds und Blattlesen ist ein bisschen problematisch, komischerweise. Gut, ich habe so viel in Brassbands gespielt in der Salvation Army, die Heilsarmee hat die super Brassbands. Und Schulkapellen und Allstate und irgendwie verdauen. Und das war noch ein Ding. Treudel hat mir meistens circa 8 oder 10 relativ große Etüden gegeben in einer Woche zu lernen. Und eigentlich in meiner Stunde habe ich kaum mal durchspielen können. Und so bin ich sehr, sehr gut mit Blattlesen geworden. Manche habe ich nur 2 Mal angeschaut, bevor ich für ihn spielen musste. Und ich wollte mich nicht genieren. Meine Augen sind wirklich. Und das war wichtig dann natürlich in Radio City, wenn man einspringt, ein Substitut, dass man schnell lesen und kein Problem hat mit. Oder ein Jahr in Berlin, das war 1975, 76. Habe ich erste Trompete in der Deutsche Oper in Berlin gespielt als Aushilfe. Und ich habe nie eine Probe gemacht. Ich musste alles mit einspringen. Und die haben gesagt, ja, bitte, fliegende Holländer oder sowas. Und dann in der Früh bin ich schnell hingegangen. Wir waren nicht weit von dort und mit der U-Bahn. Und bin ich zum Theater Opern gegangen und habe die Noten abgeholt und Transposition angeschaut. Und dann abends gespielt. Und das war sehr wichtig, dass ich gut. Und die Kollegen waren super dort, die haben mir geholfen irgendwie mit den Pausen, dass man rechtzeitig weiß, wo man. Nur ein großer Fehler habe ich gemacht beim ersten Ton. Es
warum das so ist. Das, es musste ein Opern sein, ich weiß nicht mehr, welches es war, aber das streitet mit Tom Peters, sonst. Mhm. Und der Dirigent hat den Downbeat gegeben und da habe ich gespielt und das Orchester, da. Ich bin fast in Ohnmacht. Aber die haben mich trotzdem weiter. Aber ich war nie dann nachher, nie zu früh. Aber ich hasse das. Ich habe Liebe, dass man am Schlag spielt. Ja, im Orchester die Eins. Ich bin nie auf die Idee gekommen, dass das Orchester wird eine halbe Sekunde hinter mir sein. Aber die haben mich verziehen. Aber das sind Live-Erlebnisse. Kann jeder irgendwas passieren. Genau so ist es. Sie haben vorher gesagt, wie Ihr Unterricht, Sie haben jetzt noch 4 Studentinnen. Welche Unterrichtsliteratur ist für Sie wichtig? Was hat man damals gespielt und was verwenden Sie davon noch heute? Oder was sind so die essentiellen Werke? Gut, das sind alle Werke. Gut, was ich immer gern gehabt als Etude-Buch war St. Jacobs, was leider nicht so verwendet wird hier. Das ist noch immer das Beste für mich, für Luftführung und laufende Zunge und Artikulation und solche Sachen. Leider mit Artikulation ist das... ich weiß nicht, irgendwie, es wird in der ganzen Welt ein da, 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 ein Brei, ein Einheit, einheitlich, was schade ist. Und deshalb freue ich mich so mit Supergroup, mit der Artikulation gerade, gefällt mir so gut. Kurze Töne zu hören, irgendwie bewusst gesetzt in eine musikalische, stilistisch. Ich meine, nicht alle müssen den gleichen Weg gespielt sein, aber irgendwann muss sowas, wenn es verlangt ist, die Musik das haben möchte, muss es da sein. Aber das ist mein Lieblings-Etude-Buch. Natürlich habe ich die Arban-Characteristic-Studies und diese Sachen. Brandt-Etuden sind gut. Dann von Beach habe ich geliebt. Die kann man sehr viel technisch und musikalisch machen daraus. Die brauchen gute Flexibilität und Technik. Und ja, Charliers sind okay, aber Charliers sind meistens ein bisschen einseitig. Aber es gibt, die habe ich auch gemacht, das Charliers. Aber meistens arbeite ich, auch in der Uni habe ich, gut, meistens war irgendwas von St. Jacobs dabei. Aber was die spielen wollten oder müssten irgendwo. Und dann, weil man kann. Alles, es ist egal, was man spielt fast, es ist, wie man das spielt. Genau. Oft. Und in jedem kann man das irgendwie darauf Acht geben, oder dass es stimmt und dass es sitzt richtig und dass es so. Jetzt arbeite ich, meistens die Mädchen kommen, sie schicken mir die Noten, okay, die Burma kommt, Brand Nummer 1, Brand Nummer 2, und dann Haydn, Hummel kommen immer ab und zu in Neruda, so jetzt ist auch Honecker, es ist Standard-Repertoire, aber vor kurzem habe ich hat Manfred zufällig ausgedruckt, nur die Werke, die wir an der Uni, die ich an der Uni in Klassenabende gehabt haben. Mhm. Und es war, wie sagt man, Single Space, waren 5 Seiten von Werke, die verwendet waren in unserer Klassenabende. So, also nicht nur die üblichen 5, ja, genau, sondern genau. Ja. Und ich habe gedacht, es ist schade, dass
okay, die Ungarn haben ihr Repertoire zu uns gebracht, das war super. Unsere haben das übernommen und Cornet-Solo-Sachen sind sehr wichtig für die Technik. Kein Orchester-Solo ist so schwer oder irgendwie wie ein Cornet-Solo-Variationen und alles, was dort drinnen ist. Weil wenn ein Solosteller war im Orchester, habe ich mich gefreut. Das ist so leicht im Vergleich zu viel von diesen Cornet-Solo-Sachen von Clark oder ja, Edwin Frankel Goldman hat super Sachen oder der modernere James Burke, Danza Allegra. Und ich denke mir das immer beim Clark oder auch diese Arthur Pryor. Ja, genau. Das ist 100 Jahre alt oder älter, wie weit die damals schon waren. Ja, genau. Von der Komposition und auch von der. Die Leute, die das gespielt haben. Ja, genau. Was waren die Sprünge und das alles, ja, diese Art Technik. Mhm. Das Einzige, was ich mit Clark oder I think Clark oder Arbenz, und das vielleicht ist das nicht von das ist von der Editor, ist tu oder taka taka ta. Und bei Bobisch habe ich To gelernt, dass es to immer diese O-Sound hat. Und es gibt ein super Video im Internet, man braucht nur Leonard Bernstein, LSO Trumpeters or something. Haben Sie das gesehen? Ja, well, the sound, you get diese Gedränge im Sound, in Spielen, statt die Freie, die haben das nicht verstanden, was er haben wollte. Bernstein hat nicht bei mir gelernt. wie weiß er das? Aber ja, man hört den Unterschied. Und diese Gedränge, dann macht alles anders schwieriger. Und wenn man einmal offen ist und immer auf dieser O-Sound bleibt, dann kann man kurz spielen oder so, aber nie wirklich ausschalten oder enger machen. Gut, habe ich auch jetzt im Durchgehen von einem Kollegen von mir mit der TA-AE. Aber man hört das in Spielen. Früher war das eine Hilfe, wenn man I sagt, dann mehr Druck, dann ist der Hörer leichter. Aber am Ende, man hört, ja, es ist zu eng und zu pipsy und es ist besser, und dann der Hörer. Ja, ich singe ja laut in den Unterricht auch. Ja, aber das ist dieser Laut, das O ist wichtig. Ja. O ist ja immer offen. Aber wenig Lehrer sagen irgendwas über der O. Ich weiß nicht. Gut, und das hängt zusammen mit der Wiener Stoß. Bobisch war nicht sehr, sehr gut mit Erklären. Aber ich habe es endlich, durfte ein paar Mal mit ihm mitspielen und dann das Weihnachtsoratorium oder solche Sachen, Magnificat und so. Habe ich durch die Trompete gespielt, aber bei Zuhören irgendwie diese, aber ziemlich leichte Erklärung ist, dass der Wiener Stoß ist wie der Forte-Piano, aber der Piano darf nicht zurückkommen, es muss diese konstante Intensität darunter haben, dass vorwärts geht, so eine das in Sounds und so. Und ich versuche, dass alle meine Studenten das lernen. Und ich finde es so praktisch und es gibt so viel Leben, also auch in Heiden, das to, 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 und so, da, 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 da. Sie haben vorher was Interessantes angesprochen. Weihnachtsoratorium, dritte Trompete. Jetzt so generell, wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückgehen, wie haben die männlichen Kollegen in Wien immer reagiert, wenn sie mit der Perinet-Trompete gekommen sind?
War das in Wien sehr? Oder? Ja, eigentlich habe ich das nie erlebt, weil ich sonst nie in Wien gespielt habe. Okay. Also im Stadtpark bin ich eingesprungen ein paar Mal für Manfred. Okay. Und am ersten Mal, der Dirigent war ein bisschen aufgeregt, eine Frau auf der Bühne zu sehen, aber dann nach den 2 Stunden-Dings, dann dürfte ich jedes Mal kommen. Das war. Aber eigentlich habe ich nie in Wien, außer mit Wobisch bei Bachgemeinde Sachen, habe ich nie mit jemand anderem gespielt. Schade. Ja. Gut, dann später war ich solistisch da, auch für das Weihnachtsoratorium, dann habe ich Getz in Piccolo verwendet und niemand. Gut, Wobisch wollte irgendwie, hätte gern bei Korinthischen Sommer, dass ich weiß nicht, was er haben wollte für eine andere Trompete, aber ich habe gesagt, ja, das ist alles, was ich habe. Und das ist entweder gut, wenn du jemand anderen haben möchtest, ist okay. Mhm. Aber dann hat er es akzeptiert. Aber auch dann mit Haydn solistisch. Na, eigentlich, das war später doch. Als ich mein erstes Mal in Musikverein spielen sollte, nicht das erste Mal im Musikverein, Piccolo spielen. Gut, ich habe ein Telemann-Konzert gespielt, das war mit 2 Oboen. Es war nicht die schwerste Telemann, ich glaube, das ist, was ich haben wollte. Aber insofern, dass ich nie Piccolo gespielt habe, wollte ich nicht so schreiten im Musikverein. Aber ich war sehr nervös. Das ist ein neues Instrument, mit Gehör, auswendig. Und die Barocksachen, sehr viele Sachen klingen gleich, ähnlich. Und so. Und Bobisch ist in die Garderobe gekommen und dann, was spielst du für Mundstück? Ja, habe ich gezeigt. Ach, das ist scheiße, ich spiele dieses. Und er wollte, dass ich spiele auf seinem Mundstück. Und direkt vor einem Konzert, bevor ich auf die Bühne. Und ich habe es getan. Aber ich habe gesagt, nein, dann spiele ich lieber mal, was ich. So, er hat versucht. Gut, er war noch immer der Lehrer. Und welches Mundstück haben Sie eigentlich gespielt immer? Es war eigentlich fast wie ein Bach, Simon Bay. Es war eine Kopie davon, dass ich bei Giardinelli habe ich das machen lassen. Der Hals war aufgemacht, ein bisschen größer. Und es ist eigenartig, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe im Sommer, ich war circa 16, unterrichtet in einem Musiklager. Und ich habe auch da zu der Zeit Unterricht mit Teudel gemacht. Und er wollte immer, dass er ein größeres Mundstück da gebe. 10,5 C als Kind. Oder gut, mit 16 habe ich das noch immer gehabt, wahrscheinlich. Und dann jede Woche hat er mir ein neues Mundstück gegeben, so größere, so probier. Und eigentlich konnte ich auf allen spielen. Keinen hat mir besser gefallen oder sowas. Und in der Woche, wo ich das 7B gehabt habe, dann habe ich das auf der Notenpult gehabt. Und es ist hinuntergefallen. Und auf dem Asphalt, weil es unterwegs war im Freien. Und es hat ein Metall, einen Nick drinnen. Und ich musste das kaufen von ihm dann. Und so, das war mein Mundstück. Er hat es ein bisschen aufgemacht, der heißt es, aber sonst war es ein ganz normales. Aber ich habe ja auch 1,5 C und dann, ich weiß nicht von welcher alle, aber. Und er war, ich fand perfekt, auch für die Hörer. Der tiefe Kessel war gut für den offenen Sound in der Hörer, dass man nicht auch quetscht oder dass man alle Töne durch. So das ist, wie ich zu meinem 7B war, auch nicht der normale Weg.
Sehr interessant. Ich habe jetzt eine Lektion in Musikgeschichte gehört, das war super für mich, also ich staune da wirklich jetzt. Also. Sie haben 60 Jahre Revue passieren lassen. Gut, ich habe gerechnet, mit 16 oder 17 habe ich meine erste Auslandskonzert gemacht. Ich war eingeladen für die Heilsarmee nach Toronto, Kanada. Und das war ein großer Ding. Das war mein erster Flugzeugreise und dass ich Solistin war. Mhm. Und dann, ich war auch Kapellmeister. Damals die jüngste und einzige Frau als Kapellmeister in der Heilsarmee. Und so eigentlich war ich eingeladen dann für einen großen Jugendkongress. Und wir waren über 100 Jugendliche, die unter meinen Baton gespielt haben. Das war sehr, sehr schön. Und von dieser Zeit, dann, wo ich eingeladen war, irgendwo in größere Konzerte, mit größerem Publikum und sowas zu spielen, war es fast 40 Jahre, dass ich durchgehalten habe. Circa mit 55. Und dann irgendwie die Hormone ändern sich wahrscheinlich als Frau stärker als bei Männern. Und dann, ja, alles ist schwieriger. Und ich habe aufgehört, dann und kleinere Sachen dann nachher gemacht. Aber ich wollte nicht mehr diese Reise stressen und so. Aber ich habe das ein Jahr vorausgesagt. Ich habe mir einfach gesagt, ich habe zwei Konzerte in Bayern, Leverkusen gemacht. Das war mit dem Firmenorchester, der pharmazeutische. Aber die waren immer lustig. Ich bin nach England mit denen, nach Frankreich. Das war ein super Orchester und nette Dirigenten. Und Manfred habe ich gesagt, okay, das ist Silvester und Neujahrstag sind die zwei Konzerte. Das ist Schluss, dann mache ich Schluss. Es war schwer, aber Gott sei Dank habe ich meine Studenten, weil ich möchte dieses weitergeben. Und ich bin dankbar für Leute, die interessiert sind, zu wissen, wie es war und was ich geschafft habe und sowas. Absolut, Sie haben da Pionierarbeit geleistet. Gut, zu der Zeit waren sehr wenig, gut, war nur Morse André und ich bin eingesprungen für ihn einmal und habe seine Gage bekommen. das Wahlberg, weil der Dirigent sagt, no, das hätten wir ihm bezahlt und du machst das jetzt und das war sehr, gleich nachher sind meine Gagen dann auch erhöht. Aber was mir ein bisschen leid tut, ist irgendwie, ich glaube, das ist alles viel schwieriger für junge Musiker heutzutage. Ich meine, es war nicht leicht. Und was man schaffen kann, oder ich war einen Monat in Japan und ohne Handys, und irgendwie, ich habe ein, zwei Mal mit Manfred telefoniert, weil es so teuer war, zu anzurufen. Es wäre viel leichter heutzutage, aber andere Sachen mit Reisen, finde ich, ist nicht so sicher. Und diese Sicherheitskontrollen und sowas, dass man, und so stur. Damals, wenn ich fertig war mit einer Fernsehaufnahme hier in Wien gerade, ich habe nicht gewusst, ich war gebucht mit dem letzten Flugzeug, aber ich bin einfach zum Flughafen gefahren und ja, sie sind da, sie können jetzt fahren, ich musste immer Frankfurt, Berlin fliegen, aber das war kein Problem und wir haben so günstig zum 7 Minuten fast zum Flughafen in Berlin gehabt, ohne Ampel, das war herrlich. Ja. Und dort hat man gleich geparkt, nicht mal 100 Meter von den Maschinen, in Tegel, es war irgendwie alles so einfach und heutzutage, und ich glaube, jetzt gibt es auch nicht mehr so viel Geld für die Kunst wie damals.
Das Angebot ist auch viel größer und es gibt so viele junge, sehr gute Musiker, Musikerinnen. Ja, ja. Und die Konkurrenz ist einfach auch so groß. Ja, genau. Und auch die Zeit, jetzt auch mit Social Media und so weiter, es ist sehr, sehr schnelllebig. Man dreht den Computer auf und man hat ein unglaubliches Angebot an Musik. Ja, genau. Man kann sich auf YouTube 1000 Konzerte anhören, ja. Jederzeit. Ja. Damals ja, war wirklich schön. Gut, ich war immer gern in Ruhrgebiet in Deutschland. Mhm. Da habe ich immer meine Kleider dort gekauft. mein Stil und Preis. Mhm. Ich bin immer einen Tag früher hingeflogen oder so. Der Kontakt zum Orchester, zum Dirigenten und sowas war immer sehr nett. Mit den Trompetern war es manchmal ein bisschen, zum Beispiel am Abend, wenn ich zum Konzert gekommen bin, habe ich gehört, da-da-da-da-da-da-da, von der Orchester-Trompete gehört. Mhm. So. Aber meistens waren die Trompeter sehr nett, oder wir sind dann zusammengesessen oder Kuchen und Kaffee. Na, Kaffee habe ich nie getrunken, wenn ich Konzerte gespielt habe. Sehr wenig Alkohol, never before. Ein Gläschen Wein nachher vielleicht, aber selten. Auch das war selten. Aber ja, irgendwie ich finde es schade, dass ja, in Orchestern in Deutschland, die haben auch weniger Geld für Musik, die komponieren Orchestern und so. Aber ja, ich weiß nicht, wie es die anderen, jetzt gibt's mehrere Frauen, die solistisch machen, mhm. Tina Helseth und Alison Bolson, ja. Ich habe Alison in den Maurice Handreich-Wettbewerb gehört. Und sie war sehr gut in der ersten Runde. Und eigentlich, ich habe vier Studenten dort gehabt. Gernot war einer davon. Und nach Gernot's Spielen ist Maurice Handreich zu mir gekommen und hat mich gratuliert. Mhm. Ich wusste, dass er von mir. Aber er ist nicht in der zweiten Runde gekommen. Gut, wir haben, Manfred und ich haben unabhängig haben wir notiert und sowas. Und eigentlich, waren 3 Tage von der ersten Runde. Und dann ist es leichter, jemanden unter auszuscheiden. Und die letzten 4 dann waren nur von Leuten in der Jury, Schüler. Und eigentlich, Gernot hätte auf jeden Fall, eins von mir ist in der zweiten Runde, mein Jüngster. Oh, das war auch, wo ich irgendwie total, Glauben an diese Wettbewerbe verloren habe. Der jüngste Schüler, Klaus Huber, er spielt mit der Stegeiger. Ja, genau. Und irgendwas war ein neues Werk, er hat so eine super Doppelzunge gehabt. Und das war das Programm für die zweite Runde. Und er hat es mit einfacher Zunge gespielt. Und ich habe immer gesagt, mach das mit Doppelzunge. Es war ein bisschen wechselhaft, 5/8, 6/8, 7/8 oder so. Aber man könnte das ausarbeiten, so dass es gepasst hätte, trotzdem mit Doppelzunge. Aber er hat nicht gedacht, dass er weiterkommt. Dann hat er gespielt und okay, er ist nicht in der Finale-Runde gekommen. Dann habe ich gesagt, okay, frag, was los war. Er ist zu Reinhold Friedrich gegangen. Und ja, wie war der Kommentar oder so? Ja, der Doppelzunge war zu langsam oder so. Und Klaus sagte, ja, das war einfache Zunge.
Da musst du üben, dass der einfache Zunge schneller ist. Normalerweise Teacher sagt, okay, Mai, bist du, das war einfache ja, Zunge, da, aber warum hast du es nicht mit Doppelzunge gemacht? Dann hättest du den Tempo erwischt oder sowas. Das ist, weil ich dachte, wenn er sowas sagt, aber ein bisschen, aber Allison hat, sie hat auch sehr gut Präsentation gemacht und so. Aber damals war sie dann vierte. Wer hat gewonnen? Ein sehr junger hat gewonnen. Aber die waren alle die Lehrer in der Jury. Das ist immer das mit den Wettbewerben. Das ja. Gut, Bernstein sagte, Wettbewerbe sind nicht für Musiker, nur für Pferde. Das ist cool. Ja. So, gibt es noch irgendwas? Also ich bin jetzt, meine Fragen sind mir durch, ich hab so viel gelernt wieder. Oh. Aber ich habe eine Frage, die ich jeden Gast stelle am Ende des Podcasts, oder fast jeden Gast. Ja. Und zwar so als Abschluss. Welche Weisheit, welches Sprichwort, welchen Leitsatz möchten Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben? Ihr Zugang zu Musik machen. Oi. Okay. Das ist immer die schwierigste Frage. Ja, es ist die schwierigste, weil es, ja, ich würde mir wünschen, dass jeder die Freude in Musik, jeder junge Musiker, besonders, ja, dass jeder, der ein Instrument lernt und sowas, die Freude findet, die ich in Musik gefunden habe. Und man findet in jeder Art Musik, wenn es gut ist, man findet immer wunderschöne Momente und Höhepunkte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwas anderes im Leben hätte machen können. Ja, machen müssen. Aber ich bin so glücklich, dass ich das Leben mit dieser wunderschönen Sache, der Musik, was das, wie das Herzen und Seelen und es kann alles machen, berühren und Trost geben und Freude machen und wenn man selbst Freude daran hat und wirklich mit Herz und Seele selbst daran ist, dann glaube ich, erlebt man das. Und das werde ich mich jede junge Musiker wünschen, dass die das irgendwie finden, wo sie landen. Und es muss nicht immer Philharmoniker oder sowas, manchmal sind die Unglücklichsten. Das soll ich nicht sagen. Aber und irgendwie, ja, diese ganze Umfeld von Musik ist so wunderschön, die Kollegialität auch. Gut, das eigentlich als, wie alt war ich, circa 12, ja, wahrscheinlich circa 12, 13, habe ich eigentlich Trompete gehasst, wenn ich ehrlich bin. Und ich hasste üben. Spielen war okay, das hat das ist okay. Aber mit Üben muss man spielen oder versuchen zu spielen, was man nicht kann. Nicht nur immer überspielen, was man schon kann. Und das ist die Arbeit. Und dann bin ich in Allstate gekommen. Und irgendwie diese Kontakte und dann der Sound, wenn der Trompete allein ist, so einsam und so. Manchmal klingt es gut, manchmal klingt es nicht so gut. Oder Schwierigkeiten gehabt oder sowas. Aber plötzlich habe ich den Sinn vom Üben entdeckt. Und ab diesem Punkt, dann war nie ein Problem mit Üben. Aber vorher habe ich immer versucht, ob ich auskomme, ohne zu üben. Aber mein Vater hat immer gefragt, ob ich geübt habe. Und wenn ich Nein gesagt habe, dann musste ich üben, als er dort war. Und das war schwieriger.
Aber irgendwie diese Punkt zu finden, die gemeinsam, und ich finde, so ein super Group ist, das muss wirklich eine große Freude machen, mitzuspielen. Also für mich, wenn nicht das größte Erlebnis überhaupt bis jetzt. Es ist nicht so im Symphony Orchestra. Es ist, ja, man ist da, aber in so einer Gruppe, man ist wirklich aktiv. Ja, und jetzt nicht nur die Musik und nicht wie gespielt wird, sondern auch die ganzen Kollegen. Also dieses Kollektiv, das war einfach so unfassbar schön. Ja, das und das war schwer für mich dann aufzugeben von New York, weil ich war gut integriert, die Kollegen dort waren herrlich, waren wirklich so lieb und nett und hilfsbereit und ich habe jeder dort geliebt. Und das zu verlassen und dann allein zu sein, das war schwierig. Ja. Aber irgendwie, es war mein Calling, glaube ich, und ich war vorbereitet dafür und dann habe ich die Gelegenheiten dann ausgenutzt und war bereit, das zu machen. Ja, es sind Opfer, ja. Ich habe immer gedacht, gerade in Linz, im Hotel dort, mein Zimmer war über der Eisrink, habe ich gedacht, ja, warum bin ich nicht beim Schlittschuhlaufen dort unten, statt dass ich muss jetzt bald mich fertig machen und ins Konzert zu gehen. Die Leute schauen so glücklich dort. Es gibt schon Opfer, aber dann am Schlussapplaus, dann war das alles vergessen. Wow, das ist das beste Beruf überhaupt. So. Nochmal vielen Dank fürs Mitmachen, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es war sehr inspirierend. Wunderschöner Vormittag. Ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin. Viel Gesundheit. Und auch ein herzliches Dankeschön an meine lieben Hörerinnen und Hörer fürs erneute Dabeisein. Und dann bis demnächst bei einer weiteren Episode von Schiefkos Music Talk.